Hallo zusammen, schön, dass du da bist. Das heutige Video ist ganz besonders. Es ist anders als alle anderen Videos auf meinem Kanal. Denn dieses Video wird ganz persönlich. Jeder, der nach Deutschland auswandert, schreibt seine eigene Geschichte. Es ist mit vielen lustigen Momenten, aber auch mit vielen schwierigen Situationen verbunden. Ich weiß, dass auch du deine besondere Geschichte zu erzählen hast. Aber für dieses Video habe ich einen guten Freund von mir interviewt. Das ist Cash. Cash kommt aus Kanada. Und dann habe ich gedacht, wie cool wäre es, mit ihm ein Video aufzunehmen, weil er so viel zu erzählen hat. Ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei und ich freue mich auf deine Kommentare. Sag mal, Cash, wie kommt ein Kanadier überhaupt nach Deutschland? Warum? Also, Karina, das ist eine sehr gute Frage. Und es ist eigentlich auch eine lange Geschichte. Aber es ist so passiert. In meiner Heimat, ich war immer sehr auf Geschichte interessiert. Ich habe immer ganz viel gelesen. Und den Teil von Kanada, woher ich komme, ich fand das immer irgendwie ein bisschen langweilig. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es war nicht für mich. Ich war immer auf andere Länder sehr interessiert. Und mein erstes Mal im Ausland gewesen war 2015. Und damals bin ich nach Australien gegangen mit meiner besten Kumpel. Wir haben ein Backpacking-Abenteuer da gemacht. Und da in Australien, lustigerweise, habe ich eine deutsche Frau kennengelernt und wir haben eine Beziehung gehabt und so. Aber dann unsere Reise kam dann zum Ende und wir waren beide sehr traurig und wir haben miteinander gesprochen, so wie können wir dann das weitermachen? Was sind unsere Möglichkeiten? Und unsere erste Idee war so, dass sie würde nach meiner Heimatstadt ziehen, nach Regina, Saskatchewan. Also dann, sie hat einem Jahr mit mir in meiner Heimatstadt gewohnt, aber es hat nicht so gut geklappt. Sie konnte Arbeit nicht so leicht finden. Mhm. Sie ist Chemikerin, okay. Und die Möglichkeiten in meiner Heimat waren leider für ihr nicht so gut. Aber dann, wir haben die Idee gehabt. Wenn es in Kanada nicht so gut klappt, warum nicht in Deutschland das ein bisschen ausprobieren? Ja, klar. Also dann, ja, ich fand das eine sehr tolle Idee, weil ich war immer sehr interessiert auf Europa und die ganze Architektur und die ganze Geschichte. Und ich dachte, okay, eigentlich ist das die perfekte Idee. Aber ich habe nicht so gut Vorstellungen gehabt damals, weil ich dachte, okay, ich muss nur in meiner Heimat ganz viel arbeiten, Geld sparen, und dann, wenn ich nach Deutschland gehe, habe ich mein Ziel eigentlich erreicht. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und ja, das war in vielen Fällen für mich ein sehr großer Schock. Es war sehr anders, als ich vorgestellt habe. Ah. Das war ganz anders, als in Australien Backpacken zu gehen und Englisch mit den ganzen Leuten zu sprechen. Ich dachte, das war die Ende von meiner Abenteuer. Happily ever after würde ich so wohnen. Happily ever after. Happily ever after. Aber so war es auch nicht. Es war ein Anfang von einem neuen Abenteuer, was in vielen Fällen viel schwieriger war, als was ich in meiner Heimat gemacht habe. Also du bist jetzt seit 6 Jahren in Deutschland, richtig? Richtig. Und wahrscheinlich die Frage, die du oft gestellt bekommst, ist, wie hast du so schnell und so gut Deutsch gelernt? Ja, also die deutsche Sprache zu lernen, für mich, ganz ehrlich gesagt, das war keine gerade Bahn. Also am Anfang, das war mir extrem schwierig. Also zum Beispiel, ich habe manchmal fürchterliche Angst gehabt, einfach einkaufen zu gehen. Und solche Sachen, das natürlich in meiner Muttersprache, das wäre gar kein Ding. Ich war sehr schüchtern und ich habe wirklich starke soziale Angst gehabt. Wow. Und ich habe dann probiert, ein bisschen der typische Weg zu gehen. Also ich habe
In ein paar Monaten dann war ich in München und dann ich habe mit einem Deutschkurs da angefangen. Und für mich war das extrem schwierig. Also in den Sprachkurs, ich habe immer Angst gehabt, Fehler zu machen und ein bisschen dumm vor die anderen auszusehen, war mein Gefühl. Also dann, ich habe nicht so viel auf das Lernen konzentriert, sondern auf keine Fehler zu machen. Und dadurch hat es erstens keinen Spaß für mich gemacht und dadurch habe ich auch wirklich wenig gelernt, weil für mich in der Zeit war das nicht so richtig. Und die Erfahrung für mich war sehr entmutigend und dann mit Deutsch lernen vor einer Zeit habe ich komplett aufgehört. Dann, ich habe angefangen, andere Wege für mich zu finden. Ich habe gemerkt, die Deutschkurs, die traditionelle Weg zum Lernen, war nicht für mich. Und ich habe auch angefangen, Sachen zu lesen, Themen, das mir interessiert. Es hat angefangen, wirklich Spaß zu machen, zu üben. Aber das dauert erst 2 bis 3 Jahre. Jetzt lebst du seit 1,5 Jahren in Berlin. Wie ist das, ein Berliner zu sein? Also in Berlin zu wohnen, am Anfang war mir ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Stadt ist über 10-mal so groß wie meine Heimatstadt. Also es ist wirklich viel los, jederzeit. Aber die Stadt ist vor allem spannend und es macht sehr viel Spaß, in die Stadt unterwegs zu sein. Zum Beispiel, ich treffe jeden Samstag eine gute Kumpel von mir. Wir gehen in Museen rein oder ins Kino. Wir gehen spazieren, trinken ein Bierchen und so. Und egal was wir machen, wir sind jederzeit von der Stadt beeindruckt. Ich weiß, dass du auch sehr viele Jobs in Deutschland ausprobiert hast. Ich denke, dass du auch deswegen dein Deutsch verbessern konntest. Und erzähl doch mal, welche Jobs hast du überhaupt gehabt schon in Deutschland? Ich finde das lustig. Karina, das stimmt allerdings. Also in Deutschland, ich habe verschiedene Jobs schon gehabt. Man könnte sagen, dass ich bin schon der Quereinsteigmeister. Die Geschichte ist so, in München, meine ersten 6 Monaten, ich habe nicht gearbeitet. Dann habe ich bei Lieferando angefangen. Und dann, ich bin nach Münster gegangen. Und Münster ist viel kleiner natürlich als München. Man kommt um die Stadt rum in 10 oder 15 Minuten. Und ja, das hat Spaß gemacht. Und vor einer Weile war das gut. Aber das Problem war, ich war so der Typ, eher mit Kopfhörer an, Podcasts und Musik die ganze Zeit. Also ich habe nicht so viel Kontakt mit anderen Menschen aufgenommen. Und nach einer Weile war ich sehr einsam. Und ich dachte, okay, ich muss andere Arbeit aussuchen. Und ich habe in der Zeit eine sehr gute Gelegenheit gehabt bei einem Restaurant in Münster Hafennähe. Und da habe ich angefangen als Barmann hinter der Theke schöne Getränke zu mixen und so. Und ja, das war ein guter Schritt für mich. Ich habe viel Kontakt gehabt mit meinen Kollegen und so. Und sie waren vor allem jüngere Leute mit sehr fortgeschrittenem Englisch. Also für mich war das gut. Ich habe sehr viel damals noch in Englisch unterhalten und so. Aber ich habe auch ein paar Kollegen gehabt, das kaum Englisch sprechen könnte. Also dann war es erforderlich, mehr Deutsch zu sprechen. Ja, das hat schon viel geholfen. Und dann mein nächster Job war in einer hochgehobenen Italiener in Münster. Und das war mein erstes Mal in Deutschland als Kellner zu arbeiten. Und ja, davor habe ich echt Angst gehabt, weil hinter der Theke, das war meine Safe Space sozusagen. Also ich konnte so viel Englisch reden, wie ich möchte. Und ich habe nicht so viel Kontakt gehabt mit den Gästen oder fremden Leuten. Aber jetzt war es mein Job, genau diesen Kontakt aufzunehmen. Und ich habe das dann vor einem Jahr gemacht und in der Zeit, ich habe viel, viel, viel
Fortschritt in die Deutschsprache gehabt und viel gelernt? Ich denke, für viele ist auch dieser kulturelle Unterschied interessant. Ich möchte dich fragen, was ist wirklich der Unterschied zwischen Kanada und Deutschland? Ich habe gemerkt, dass zum Beispiel in meiner Heimat die Leute sind viel offener und freundlicher mit fremden Leuten. Also zum Beispiel in Kanada, wenn du in den Supermarkt gehst und an der Kasse gehst, die Leute würden dir dann ansprechen und die würden dir fragen, wie geht es dir? Was hast du dieses Wochenende vor? Wow. Und ich meine nicht, dass die Deutschen unfreundlich sind oder so, aber meine Erfahrung war eher so, man muss jemand erst ein bisschen kennenlernen und dann kommt die Wärme ein bisschen raus. Aber das war mir komplett ungewohnt am Anfang. War das ein Kulturschock? Für mich war das ein total Kulturschock. Ein gutes Beispiel davor ist, wenn ich ins Ausland Behörde gegangen bin. Weil ich habe das so vorgestellt, dass die Leute würden mir ein bisschen helfen und so, weil in meiner Heimat war ich so gewohnt. Aha. Die Leute helfen dir ein bisschen, die sind offen und freundlich. Aber meine Erfahrung war eher so, dass die Beamten sehen das so, du musst wissen, was du machen musst, wie es gemacht werden muss, was die Regeln sind. Und wenn du das selber nicht weißt, dann ist das dein Problem. Okay. Also für mich war das eine sehr schwierige Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass hier jetzt unter den Kommentaren kommen, Cash, I feel you. The struggle is real. The struggle is real. Und dann, ich habe von einer Möglichkeit gehört. Ein Kumpel von mir, er arbeitet in Berlin in der Kampfmittelräume. Und als ich von dem Job gehört habe, ich dachte, ja, das klingt mir so spannend. Der Job hat viel mit den Geschichten zu tun. Und egal wo ich arbeite, in welchen Stadt und so, ich recherchiere immer, was in dem Zweiten Weltkrieg da passiert ist und warum wir überhaupt da Bomben suchen. Es ist ein deutsches Unternehmen. Ich bin der einzige Ausländer in der Firma. Aber irgendwie klappt das alles und ich habe das Gefühl, alles, was ich so weit gemacht habe, hat mir irgendwie zu diesem Moment geführt. Ja. Also Cash, wo siehst du dich in 20 Jahren? Deutschland oder Kanada oder vielleicht ein ganz anderes Land? Ich sehe meine Zukunft vor allem hier in Deutschland, aber es ist trotzdem mir sehr wichtig, den Tür offen zu halten zu meiner Heimat. Also in ein paar Jahren, es ist mein Ziel, die deutsche Bürgerschaft zu bekommen, aber Dualbürgerschaft. Mm. Es ist ein Ziel, ein bisschen mehr Deutsch zu werden, aber egal was ich mache, meine Identität, meine Vergangenheit, ich bin kanadisch, ich bin anders, aber das ist auch okay. Ich würde dann deutsche Kanadier sein. Also Kanada ist in deinem Herzen und Deutschland auch. Kanada bleibt immer in meinem Herzen. Ich bin immer noch anders als die Deutschen, kulturell so. Aber das ist okay. Als Ausländer sind wir ein bisschen besonders. Wir bringen einen Teil von uns nach Deutschland. Und das ist auch schön so, finde ich. Die Zuschauer könnten mir Fragen in die Kommentare stellen. Ich würde denen gerne antworten. Man könnte mir auf Instagram suchen, Kontakt aufnehmen. Ja, ich bin dafür offen und ich bin gespannt, was die Zuschauer sagen wollen. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich freue mich auf deine Kommentare und auch auf deine Geschichte. Wie bist du nach Deutschland gekommen? Welche Schwierigkeiten hattest du erlebt? Ich freue mich, von dir zu hören und wir sehen uns schon ganz bald in meinem neuen Video. Bis dann!